Da bin ich mal wieder. Hallo, da bin ich mal wieder und mache jetzt gerade erstmal Teil an. Und ich wollte euch jetzt mal den Sift zeigen. Da hinten. Da seht ihr das? Ihr Pfosten. So, und ich gehe jetzt weiter in mein ganz großen Vergnügungspark. Das ist übrigens, ich habe diesen Park an andere Leute vermietet. Weil ich bin hier der übelste Geschäftsmann in der Türkei und niemand ist reicher als ich. 400.000 Residenzen und so viele Sachen habe ich auf einmal. Ja, ich hab einen ziemlich reichen Onkel. So, und ich gehe jetzt noch etwas in den Park hinein. Wo bin ich jetzt? Erstmal Park Sanatçıları Etkinliğine hoş geldiniz. Ja, das haben wir gerne. Da hat einer sich gerade wollte sich aufregen, dass ich Kamera aufnehme, dass ich oder dass ich ihn in Kamera aufnehme. Ich habe sofort gewendet, hat er sich beruhigt. So doof sind eigentlich die Menschen hier in Türkhausen. Es ist so, jeder kann doch hier machen, was er will. Warum regt ihr euch denn so auf, Mann? Ich flieg doch auch nicht gleich zum Mond oder sowas. Ja, da vorne saß ich mal mit meiner Ex-Geliebten. So. Übrigens, ich wollte es nur mal erwähnen. Ich nehme heute hier zum ersten Mal in meinem Golden Park auf. Und ich werde gleich höchstwahrscheinlich, sehr wahrscheinlich sogar, Tee trinken gehen. Und da gehe ich jedes Jahr nur ein bis dreimal Tee trinken. Jedes Mal, wenn ich hierhin komme. Wir haben hier auch ein, das war ein Böhrchen, ganz großen Gopark-Park. Mein Gott, die Frauen hier in der Türkei werden alle viel hübscher, aber viel zu klötziger, habe ich das Gefühl. Die werden immer breiter. Sowas nennt man Gangbang. Übrigens, ich höre auch gerade Musik von Oioioi. Aber ich weiß nicht, wer der Sänger ist. Aber naja, ich mag das. I liked it. Und ich gehe jetzt erstmal zum, wie heißt es, zum Inlineskater-Halle. Da, wo ich früher ganz oft auch Inlineskater gefahren bin. Ich war ungefähr so schnell wie ein Flugzeug. Die ist voll verzweifelt hier. Die geht an mir vorbei. Habt ihr gesehen? Ich habe die von hinten gezeigt. Ich bin so ein kleiner Stalker, Leute. Ohne Scheiß. Das ist ein sehr schöner Park hier. Übrigens, das, was ich über diesen Park erzählen kann, hier habe ich meine komplette Kindheit verbracht. Also wir sind vor
13, 14 Jahren umgezogen hier von Ankara. Subayle war das und ist das. Und wir sind vor 13, 14 Jahren umgezogen, aber meine gesamte Kindheit habe ich hier in diesem Park verbracht und ich liebe diesen Park sehr, so wie man sagt, du bist so doof wie ein Stück Brot. Genau so liebe ich diesen Park. Sehr viele Turteltäubchen mit Oma und Enkelin sitzen hier überall, aber diesen Park habe ich behalten. Ich habe den nicht verkauft oder so, ich habe den ganz einfach an viele Leute vermietet. Bloß ich bin noch der gleiche geblieben, wisst ihr das? Und ich bin gleich da vorne beim, wie heißt es, beim Inlineskater-Halle. Ich zeige euch gleich hier, wie die Leute sich auf die Schnauze legen. Beim am Fahren. Oder auch nicht. Vielleicht haben die das ja auch ganz einfach von mir gelernt oder sowas. Kann auch sein. Ich hau ihm auch mal selber eine rein. Ja, das mache ich. Exxon, da ist so ein Komra Boxer Automat. Ich zeig dir den gleich und hau den mal bitte auf 913 Punkte. Oder hol jemand wieder 913 Punkte. Hier ist es viel billiger als in dem einen Diskothek, da wo wir letztens das einmal waren. Hier kannst du das übrigens für viel günstiger machen. Draufboxen. Ganz einfach nur draufboxen. Alter, du und deinen lächerlichen 913, oder? Siehst du hier? Mach das mal bitte auf 914. In Deutschland, ist ja auch scheißegal. In Deutschland, da... Da hat das 2 Euro gekostet, aber hier kostet das. Kolla Jelsin. So, jetzt gehe ich in die Halle rein. Mal schauen, wer hier alles ist. Und ich werde hier auch von ganz oben auch filmen. Die hören hier ganz alte Musik, befürchte ich. Diese ganze Halle gehört. Ist meins, meins, ganz allein meins. Hat da jemand gerade einen abgespatzt? Ja, Mann, ich abgespatzt, weißt du, aber das ist Quatsch, weißt du? Ich hau da selber einen rein. Ach, das ist so ein Spruch von Bruce Lee und seinem Master. Ich gehe wieder zu Grün. Green is my favorite color. Eine Zeitbombe. Die würden mich hier echt umbringen, umlegen sogar. Wo gehe ich jetzt hin? Hier hin? Hoch? Nochmal hoch? Aber nicht ganz hoch. Wo war das denn? Ach, hier. Die Leute legen sich flach auf den Boden. Weil die ganz einfach nicht fahren können. Die sind ganz einfach blöd. Oh Mann, und ich trinke hier meine zweite Cola. Hier.
This is my second Coke. Übrigens, ich habe jetzt eine Freundin über Nacht bekommen. Sie heißt Jessie, ist so eine Curvy und ist voll hübsch. Und wir haben heute Morgen über Google Hangouts gechattet und geskypt und was weiß ich und so weiter noch. So, ich nehme gleich nochmal auf. Ich möchte jetzt bis 11 Minuten noch 20 Sekunden noch aufnehmen. Ich beende gleich diesen Video und ich nehme gleich wieder auf. Während ich am Tee trinken bin oder was auch immer. So, und ich sage jetzt schon einmal Tschüsschen, Küsschen und abonniert meinen Channel und gebt mir ein Like, damit ihr meine Videos nicht verpasst, ihr Dusseligen. So, Tschüsschen, Küsschen.